Diese Episode wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect kennt ihr vielleicht schon aus meinem Podcast-Interview mit dem Gründer Fabian Völsch zum Thema Schlafmangel, Stress und die besten Hacks für erhöhte Leistungsfähigkeit. Erholsamer Schlaf und tiefer Schlaf ist das Schlüsselelement zu Gesundheit und vor allem kognitiver Leistungsfähigkeit. Melatonin spielt dabei eine wichtige Rolle. Ich selbst bin großer Fan des Produkts Sleep mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin. Mein Schlaftracker hat mir in dieser Zeit eine Verbesserung meiner Tiefschlafphasen und verkürzte Einschlafphasen bestätigt. Während der Tiefschlafphasen kann dein Gehirn sich 16 Mal besser erholen als am Tag. Zusammen mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Passionsblume und Zitronenmelisse ist Sleep ein super Schlafoptimierer. Außerdem hilft es auch bei Jetlag, um deinen gestörten Tag-Nacht-Rhythmus wieder einzupendeln. Ich habe natürlich auch einen Deal für euch rausgeschlagen. Und zwar mit dem Gutscheincode Evolution Radio Show bekommt ihr 20% auf alle Produkte im Brain Effect Shop. Und zwar unter www.brain-effect.com. Also schau mal vorbei. Den Link zum Shop und den Gutscheincode findet ihr in den Shownotes. Mein heutiger Gast ist Philipp Nedelmann. Er ist Heilpraktiker und seit 10 Jahren in eigener Praxis in Berlin tätig. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema Reizdarm und bakterielle Dünndarmfehlbesiedlung. Dazu gründete er die Firma SiboLab, um per Atemgasdiagnostik die Untersuchung des Dünndarms auf Bakterienfehlbesiedlung über den Ausstoß von Wasserstoff bzw. Methan in der Atemluft sichtbar zu machen. Seither hat er zahlreichen Patienten und Therapeuten aus Europa aufklären und unterstützen können. Es gibt inzwischen mehrere Millionen Menschen in Deutschland, die unter ständigen Verdauungsstörungen leiden. Ärzte nennen das dann häufig Reizdarm. Die Verbreitung dieses Leidens nimmt rasant zu. Viele Betroffene haben Ärzte-Odysseen hinter sich, ohne dauerhaft Besserung zu erfahren. Wir sprechen in dieser Folge über die Symptome und die Ursachen der Dünndarmfehlbesiedlung, die richtige Diagnostik und was du dagegen tun kannst, wenn du von SIBO betroffen bist. Willst du mehr tolle Interviews mit Experten und Videos sehen, dann abonniere unseren YouTube-Kanal oder hol dir das Audio auf iTunes. Wenn du Fragen zu dieser Folge hast, dann hinterlass bitte einfach einen Kommentar unter dem Video. Alles, was du über Keto, Low Carb und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan. Ja, lieber Philipp, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show. Bitte, vielleicht stell dich einfach mal kurz vor, was ist deine Profession, was ist dein Hintergrund und wie hast du in das Thema hineingefunden? Okay. Ja, danke. Gerne stelle ich mich kurz vor. Also Philipp ist mein Name. Ich bin seit 2006 bin ich Heilpraktiker und habe so mit der Naturkunde dann meine Praxis gestartet und bin über die Jahre immer mehr in das Thema Darm, würde ich sagen, auch hineingerutscht, weil es einfach auch immer mehr Leute und immer stärker die Leute betrifft, dass Nahrungsmittel Probleme bereiten können, dass die Stuhl sich so verändert, dass die Verdauung sich so verändert. Und besonders eigentlich so in das Thema, das mir sehr am Herzen liegt, mit dem Reizdarm, kam ich über einen Patienten vor vielen Jahren, der zu mir kam und wirklich massive Probleme hatte und dem bis dato nicht geholfen werden konnte. Und wir haben, das ist auch tatsächlich eine ganz lange Geschichte, dass wir das ein bisschen kürzer krempeln, sehr, sehr viel ausprobiert mit dem, ja, weil auch die gängigen Tests, auch Nahrungsmittelunverträglichkeitstests einfach nicht griffen. Und wir kamen mit dieser Reise dann bei dem Thema an, dass sich vermutlich Bakterien in seinem Dünndarm angesiedelt haben, die da diese Probleme verursachten. Ja. Und darüber sind wir einfach dann weiter tiefer reingegangen und haben das Ganze ermöglicht auch für andere Patienten. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesem Thema SIBO, also Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome, sehr, ja, und sehr intensiv. Mhm. Meine Praxis habe ich in Berlin, also zu meiner Person, und lebe hier schon eine ganze Weile mit Familie und bin sehr happy. Ja, du hast uns gesagt, das nennt sich SIBO oder Dünndarm-Fehlbesiedlung.
Auf Deutsch finden wir es dann auch oft unter dem Begriff. Jetzt sind ja vielleicht also viele schon grundsätzlich mit dem Thema vertraut, ja, dass es dem Mikrobiom und das, und es gibt ja auch schon einige so Stuhltests und so weiter. Aber das SIBO, das ist ja doch was ganz was anderes, die Fehlbesiedlung im Dünndarm. Was würdest denn du sagen? Einmal, was sind denn so die klassischen Symptome, also von jemandem, wenn man der eine Dünndarmfehlbesiedlung hat? Ja, also das klassischste Symptom von allen ist eigentlich der Blähbauch. Und zwar die Gasentwicklung irgendwo im Bauch, ohne dass sie entweichen kann. Ja? Entweder nach oben oder nach unten abgehen als Winde. Dann haben sich Gase im Dünndarm gebildet. Und da muss man sich immer die Frage stellen, wie kann das sein? Ja, oder womit hat das etwas zu tun? Wurden jetzt einfach nur unglaubliche Mengen an Kohl und Zwiebeln und Knoblauch zugleich gegessen? Oder passiert das tatsächlich auch bei verschiedenen anderen Nahrungsmitteln, die man gar nicht so im Verdacht hatte? Ja. Mhm. Genau, das ist so das, was ganz vorne oben steht. Und dann kommen Folgeprobleme, wie zum Beispiel erhöhte Stuhlfrequenz, also dass es Richtung Durchfall geht oder Richtung Verstopfung geht. Oberbauchschmerzen gehören dazu. Ja, und dann, das wäre so das Klassischste, was in dem Rahmen ist. Das betrifft aber schon sehr, sehr viele Menschen. Also in Deutschland sind es bestimmt 15 Millionen Menschen, die von genau solchen Problemen betroffen sind. Ja. Und dann kann es aber noch weitergehen, dass selbst Hautprobleme entstehen oder Blutdruckschwankungen, dann dieses Konzentrationsprobleme, da sprechen die Amerikaner von dem sogenannten Brain Fog. Ja, das hast du das Gefühl, als hättest du einen Helm auf oder eine nebelige Sicht. Mhm. Ja, bis hin zu Rosacea im Gesicht oder auch Fibromyalgie. Das ist eine schmerzhafte Erkrankung des gesamten Bewegungsapparates, die sehr schwer zu klassifizieren ist und sehr schwer einzuordnen ist. Das sind sogar Sachen, die auch mit einer Dünndarmfehlbesiedelung assoziiert werden können, also in Zusammenhang gebracht werden können. Ja, spannend. Eigentlich auch sehr, sehr ja, vielfältig von den Symptomen her. Jetzt einfach nicht nur, so Blähbauch oder was, das könnte man jetzt noch dran denken, aber dann doch so Sachen wie Konzentrationsstörungen und auch Fibromyalgie ist ja doch was man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht direkt mit dem Darm in Verbindung bringen würde. Was ist eigentlich SIBO und wie entsteht das? Also SIBO oder auch die DDFB, Dünndarmfehlbesiedelung, das hat es ja vorhin gesagt, im deutschen Raum findet man das häufig auch darunter, oder bakterielle Fehlbesiedelung des Dünndarms, bedeutet in der Regel, dass Bakterien aus dem Dickdarm es geschafft haben, in den Dünndarm überzusiedeln. Mhm. Ja, und dort verursachen sie dann die Probleme, weil sie im Grunde genommen ihrer ganz normalen Aufgabe nachgehen, nämlich Reste von Zuckern, die im oder Kohlenhydraten dann, ja, die im Dickdarm ankommen, zu verstoffwechseln und dabei entstehen Gase. Das ist vornehmlich Wasserstoff. Das gibt aber auch bestimmte Gruppen von Bakterien oder bakterienähnlichen Gattungen, die können den Wasserstoff umwandeln in Methangas. Mhm. Da kann man vielleicht später nochmal was zu sagen, wenn wir auch über den Test ein bisschen sprechen. Aber die Ursachen dafür, ja, für so eine Dünndarmfehlbesiedelung, liegen meistens in einer Lebensmittelvergiftung oder einer Magen-Darm-Grippe oder einem verstärkten Gebrauch oder Anwendung von Antibiotika oder auch Protonenpumpenhämmern, also Magensäureblockern. Okay. Ja, das kann auch ganz häufig vorkommen. Und in der Regel, wie gesagt, kommt die bakterielle Fehlbesiedelung von hinten, vom Dickdarm. In manchen Fällen geht aber die Besiedlung auch von oben los, vom Magen. Und das wäre dann der Fall, wenn der erste Abwehrring, die Magensäure, nicht richtig greift und Bakterien aus der Nahrung in den Dünndarm geraten, die dort dann für Unruhe sorgen. Und das könnten dann tatsächlich auch pathogene Erreger sein. Ansonsten in der Regel, was vom Dickdarm kommt, sind Bakterien, die zu uns gehören. Deswegen erkennt unser Immunsystem die auch nicht. Und wir haben nicht eigentlich keine weiteren Krankheitssymptome, sondern Beschwerden. Ja? Aber wir reagieren darauf nicht mit Fieber oder mit anderen Abwehrmechanismen, weil es im Grunde um sich um unsere Bakterien handelt. Ja? Man kennt sich, man greift sich auch nicht an. Ja, aber für die Bakterien ist das paradiesisch im Dünndarm. Kaum Konkurrenz, sehr viel Nahrung. Ja. Da wird dann fröhlich umgewandelt, dass der Rest von Kohlenhydraten oder einfach was generell an Kohlenhydraten da ist. Ja. Gerade im hinteren Abschnitt wird ja die Laktose auch aufgenommen. Der Zucker wird dann gerne von Bakterien gespalten und dabei entstehen eben Gase. Ja. Das ist für die Bakterien Energiegewinnung. Und das macht uns dann die Probleme, weil die Gase nicht einfach entweichen können. Und weil du gesagt hast, da im Darm oder im Dünndarm herrschen paradiesische
Zustände für die Bakterien. Vielleicht kannst du mal erklären, wieso, was ist der Unterschied zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm und auch hinsichtlich natürlich der Bakterien. Dichte und auch der Lebensbedingungen. Ja, da ist der Dünndarm gilt so, der gilt als steril. Wir haben im Dünndarm pro Milliliter Schleimhautflüssigkeit etwa unter 10.000 Bakterien. Im Dickdarm sieht das ganz anders aus. Das klingt viel, ist aber unglaublich wenig. Ja, weil im Dickdarm haben wir pro Milliliter Schleimhautflüssigkeit mehr als 1 Milliarde Bakterien. Da herrschen also ganz andere Konkurrenzverhältnisse, ja, und auch Mengenverhältnisse an Bakterien insgesamt. Und das über den ganzen Dünndarm hinweg, der ist ungefähr 4 Meter lang, der Dickdarm ist nochmal 1 Meter lang. Also wir haben ja auch so ein bisschen, was Größenordnung angeht, völlig verschiedene Verhältnisse. Und wenn es nun Bakterien eben rüberschaffen, dann ist tatsächlich dieser Zustand gegeben, dass da wenig andere Bakterien sind und eben sehr viel Nahrung. Und deswegen verschwinden die auch nicht einfach so von selbst. Ja? Dazu muss aber auch noch kommen, dass die Peristaltik vom Dünndarm nicht gut funktioniert, also die Eigenbewegung des Dünndarmes. Und dass die Ileozäkalklappe nicht richtig geschlossen hat, weil das ist die Pforte, durch die die Bakterien durchwandern. Also Ja. das ist die zwischen dem Dünndarm und dem Dickdarm, oder dann? Genau, die ist genau zwischen Dünndarm und Dickdarm, die ist eigentlich so die Grenzpforte und im Grunde geht es eigentlich nur in eine Richtung, es geht vom Dünndarm in den Dickdarm. Wenn die aber nun durch bestimmte Verhältnisse, wie gesagt, Magen-Darm-Grippe, Lebensmittelvergiftung etc., da außer Kraft gesetzt ist oder auch die ganze Motilität, also Eigenbewegung und Peristaltik, die Bewegung des Darms außer Kraft gesetzt ist, dann können es Bakterien unter Umständen rüberschaffen und die gehen dann auch von Okay. selber nicht mehr. Ah, voll arg. Wäre denn auch zum Beispiel sowas wie eine Darmspülung oder eben so eine Kolonhydrotherapie auch ein mögliches Risiko, dass die da reingespült werden? Ja, das wäre auf jeden Fall denkbar. Also Okay. die Erfolge, die mit Kolonhydrotherapie da sind oder auch die Erfahrungen, die sind, meine ich, ganz gut. Ja, vielen Leuten hilft es auch sehr, auch zum Beispiel bei der Gewichtsreduktion oder bei der Reinigung oder was Hautprobleme angeht. Das ist eine ganz bewährte Therapie. Aber wenn es sich eh schon um ein schwaches Darmsystem handelt, ja, und nun über die Wassermenge und die Massage da auch Flüssigkeit in den Dünndarm reingerät, dann wäre das denkbar, dass auch entsprechend Bakterien mitkommen. Ja, ausschließen kann man das nicht. Okay. Du hast ja jetzt schon gesagt oder ein bisschen angesprochen, die Sache mit dem, eben, dass die verschiedene Gase bilden. Jetzt ist es ja so, es gibt eben einige, ja, schon Labors, die solche so Tests anbieten, ja. Aber ihr habt ja bei euch eine ganz bestimmten Besonderheit bei eurem Test. Was ist jetzt der Unterschied zwischen euren Test und dem Test, der oft sonst angeboten wird? Ja, was sind da die Unterschiede und warum ist da eurer praktisch genauer oder dem überlegen? Ja, also es gibt ja, glaube ich, verschiedene Punkte. Das wesentlichste Merkmal von unserem Atemgastest ist es ja dann, ist, dass wir nicht nur Wasserstoff messen, sondern auch Methangas. Ja, dadurch bekommen wir viel mehr Informationen über das, was im Dünndarm passiert und bekommen auch die sogenannten Non-Responder. Es gibt viele Leute, die machen einen Wasserstoff-Atemgastest, denn auf Laktose oder Fructose oder Glucose, Sorbitol, das sind so die gängigsten. Und haben aber keinerlei Anstieg, obwohl dabei Beschwerden bestehen. Ja, obwohl der Bauch sich füllt mit Gasen oder der Darm und dann meinetwegen auch Oberbauchschmerzen auftreten bis hin zu Durchfall. Ja. Und wir können eben auch das Methangas erfassen und kriegen den Non-Responder. Dazu messen wir auch noch gegen CO2, sodass etwaige Messfehler auch bei der Durchführung des Tests ausgeklammert werden können. Das können wir dann korrelieren. Okay. Dann haben wir ein stimmigeres Messergebnis. Da kommt noch dazu, das will ich jetzt gar nicht anderen Tests absprechen, aber das können wir unserem Test auf jeden Fall fürhalten, dass wir auf eine sehr hohe Qualität achten bei den Röhrchen. Wir haben Glasröhrchen, die haben einen besonderen Gummistopfen, die sind sehr stabil. Also die Atemgase, die abgefangen wurden da drin, die sind bis zu 2 Wochen stabil. Ja, und dadurch haben wir die Möglichkeit, diesen Test auch quer durch Europa zu schicken, Das ist gegebenenfalls auch noch toll. weiter. Ja, das ist ein Riesenvorteil. Genau. Also das heißt eben, weil du sagst eben Atemgas, also hier die Analyse würde eben nicht wie bei der
Fehlbesiedlung oder Dysbiose im Dickdarm jetzt über Stuhl eben ablaufen, sondern über einen Atemgastest. Auch interessant, dass es da eben, dass man das eben anders untersucht, weil würde man irgendetwas auch in einer Stuhlprobe sehen oder gibt es da Hinweise, wenn zum Beispiel irgendwas im Stuhl schon nicht in Ordnung ist, dass das dann auch auf eine Dünndarmfehlbesiedlung hinweist? Ja, danke, dass du das ansprichst. Also das sind die Stuhluntersuchungen können da ganz spannend sein, aufschlussreich sein. Leider bekommen wir eben über den Flora-Befund keine gute Aussage über den Dünndarm. Ja, das liegt dann zum einen daran, dass dort auch eigentlich keine Bakterien sein sollen. Und zum Zweiten muss der Stuhl auf dem Weg nach draußen und in das Röhrchen hinein ja durch den Dickdarm durch. Und dann ist er komplett kontaminiert von allen Dickdarmbakterien, sodass man da keine vernünftige Aussage bekommt. Ja, das ist eben wieder das Mengenverhältnis der Dünndarmbakterien zu Dickdarmbakterien. Im Grunde genommen sind ja die meisten Stämme auch im Dickdarm vertreten. Also kriegen wir da nichts über eine Dysbiose oder Fehlbesiedlung des Dünndarms raus. Ja. Was Sinn machen kann, ist eine Flora-Messung zu machen, wenn da wirklich eine starke Dysbiose ist. Weil auch bei der Stuhlprobe kann es zu Messfehlern kommen durch zu lange an der Luft, zu lange Transportwege etc. Ja, das sind ja Bakteriengattungen, die so, die einen können mit Luft gut rumgehen, die anderen vertragen Luft eher nicht so gut. Da hat man häufig schon eine leichte Dysbiose. Das kann man vielleicht auch so ein bisschen rausrechnen, wenn man sich die Flora-Messung anguckt. Ja, aber wenn da was Starkes vorliegt, dann ist das schon natürlich auch sinnhaft, damit einem Probiotikum einen Aufbau zu machen. Ja, das sehe ich schon so. Nur leider kriegen wir eben für den Dünndarm dann nicht viel raus. Das heißt, wir brauchen eine andere Strategie, um diesen Dünndarm zu screenen. Weil einfach mit einer, so was jetzt gerade bei dem Reizdarm ja häufig gemacht wird, das sind Magenspiegelungen und dann Darmspiegelungen. Das heißt, wir gucken von oben in den Körper rein und wir gucken von unten in den Körper rein. Messen aber nicht die 4 Meter Dünndarm. Ja? Die 4 Meter Dünndarm werden außen vor gelassen, weil dort im Grunde nicht viel passiert, so an Bakterienaktivität und so weiter. Ja? Das wird auch gar nicht vorausgesetzt. Das heißt, wir brauchen hier eine besondere Strategie. Und da lässt sich über den Atemgas eben recht genau feststellen, ob dort schon bakterielle Aktivität stattfindet oder nicht. Dann in welchem Ausmaß und auch ungefähr wo. Wenn die Atemgase sehr früh ansteigen, also jetzt Wasserstoff und Methangas, dann können wir davon ausgehen, dass auch recht dicht beim Magen schon so eine bakterielle Aktivität stattfindet. Wenn das eher Spannend. zur Mitte hin ist oder zum Ende, können wir sagen, okay, das ist vielleicht noch weiter hinten, das lässt sich auch eher so oder so behandeln. Also auch tatsächlich sind die Therapieentscheidungen etwas unterschiedlich, je nachdem, wo die Atemgase ansteigen. Aha, das heißt also, zum Beispiel könnte man jetzt davon ausgehen, vielleicht, dass wenn es eher am Anfang des Dünndarms ist, dass es wohl eher die Einwanderung vom Magen ausgeht. Also vielleicht zu wenig Magensäure da ist oder da pathogene Keime sind und wenn es am Ende des Dünndarms ist, eher vom Dickdarm aus die Besiedlung stattfindet. Also genau, bei letzterem können wir ziemlich sicher sagen, dass es dann vom Dickdarm aus kommt, wenn die Atemgase eher spät ansteigen. Wenn sie früh ansteigen, können wir das nicht, weil es sein kann, dass der Dünndarm von hinten ganz durchbesiedelt ist, aber die Gasproduktion so stark ist, dass sich das durch den ganzen Test durch anhält. Ach Da so. müsste man dann im Grunde genommen, da könnte man mit einem Glukosetest nacharbeiten, um dann den ersten Abschnitt nochmal besonders anzugucken. Ja, das kann Sinn machen, hat sich aber bisher. Ist das kaum gemacht worden oder kaum angefordert worden? Was heißt das halt, weil du sagst mit Glukose, das heißt, je nachdem, welches Substrat man gibt, würde man eine andere, was sieht man dann dadurch? Also was kann man da Also ablesen? wenn man Glukose verwendet, dann testet man eigentlich nur den ersten Abschnitt vom Dünndarm, weil die Glukose sehr aufgenommen wird vom Dünndarm. Ja, wenn da also Wasserstoff oder Methangas ansteigen, dann haben wir es schon mit einer Dünndarmfehlbesiedlung zu tun, die bis nach vorne durchgetreten ist oder eben vorne stattfindet. Ja, wenn der Glukosetest negativ ist, dann heißt das erstmal nur, der erste Abschnitt ist frei, aber wir wissen noch nicht, was mit dem hinteren Teil des Dünndarms los ist, weil dann ja der ganze Zucker vom Körper selber schon aufgenommen wurde. Das heißt, der Zucker hat die Bakterien gar nicht erreichen können. Ja. Wenn wir Laktulose verwenden, was da unserer Meinung nach der sicherere Test ist, dann können wir den ganzen Dünndarm angucken, weil die Laktulose nicht aufgenommen wird vom Dünndarm. Die landet, wenn keine Bakterien da sind, komplett im Dickdarm. Und das bedeutet, dass nach 120 Minuten irgendwann die Atemgase stark ansteigen. Und dann können wir eine Aussage darüber ist vom Dünndarm, also wie schnell eine Flüssigkeit durchreicht. Wir können aber dann
Genau, ja, aber dann wissen wir auch, da ist keine bakterielle Fehlbesiedelung. Also es ist im Grunde genommen so eine Art Vortest. Kann man auch als Vortest nehmen für Laktose- oder Intoleranztests. Okay, ja, weil ich weiß jetzt was, ganz kurze Unterbrechung, vielleicht hast du das eh gerade gesagt, weil bei den bei der ja, Fructose-Intoleranz oder Malabsorptionstest oder Laktose-Intoleranz misst man ja auch die Atemgase. Gäbe es da sowas wie falsch positiv, also dass man, dass es eigentlich eine Fehlbesiedlung des Dünndarms ist, man es aber als Laktoseintoleranz interpretiert? Ja, die Gefahr ist durchaus gegeben. Falsch positive Tests und auch falsch negative Tests. Wenn man dieses Grundprinzip von so einer bakteriellen Fehlbesiedlung verstanden hat, dann wird das ganz klar, weil die Bakterien, die sitzen ja quasi auf der Schleimhaut und in der Schleimhaut drin und die wollen einfach den Zucker haben, ja, nichts anderes. Das heißt, ob jetzt von außen eine Laktose gegeben wird oder eine Fructose oder ein anderer Zucker, ist den Bakterien erstmal egal. Und denen ist auch egal, wie der Test heißt, ja. Wenn die den, ja, das ist genau. Sind egal. Wenn also den Zucker bekommen, verstoffwechseln sie ihn und produzieren Gase. Und laut der Leitlinien heißt es, wenn ein Laktoseintoleranztest einen Wasserstoffanstieg von größer 20 Parts per Million aufzeigt, dann ist es positiv. Wenn man sich anguckt, in welche Minutenzeiträume diese Gase angestiegen sind, dann muss man das doch eher kritisch betrachten. Wenn innerhalb von 100 Minuten die Gase ansteigen, dann hat der Zucker ist er entweder gerade da angekommen, wo der Körper ihn selber aufnehmen würde, oder ist noch nicht mal da angekommen. Ja? Das heißt, ein echter positiver Laktoseintoleranztest heißt, 100 bis 120 Minuten lang passiert gar nichts. Dann kommt die ganze Laktose im Dickdarm an und dann gehen die Atemgase nach oben. Wenn Okay. das vorher passiert, dann müsste man eigentlich fairer haben, der Testkurs ist so nicht durchführbar. Das ist ein Hinweis auf eine laktoseabhängige Fehlbesiedlung des Dünndarms, ja? Weil es eben zu früh angestiegen ist. Die Laktose wird im letzten Dünndarmabschnitt aufgenommen. Da findet auch die Spaltung statt. Wenn es bei 60 Ballaststoff voll in die Höhe schießt, dann ist ja die Laktose nicht mal dort angekommen, wo sie eigentlich aufgenommen werden würde. Und das muss einen stutzig machen. Das ist bei der Fructose ähnlich, aber da ist man sich noch nicht ganz sicher, weil die Fructose hat andere Aufnahmemechanismen als die Laktose. Die wird nicht enzymatisch gespalten, sondern einfach entlang des Bedarfs, ja, des Konzentrationsgefäßes aufgenommen. Genau. Und viele Laktose- und Fructose-Tests, die gehen nur bis 120 Minuten. Und wenn dann keine Anstiege sind, heißt es Laktoseintoleranz. Quatsch. Ist nicht da. Keine Intoleranz. Alles in Ordnung. Aber das Ding ist, erst ab 120 Minuten wird es spannend bei dem Test. Ja. Ja, das heißt, ein Test, der 120 Minuten lang testet und es kam kein Ergebnis bei raus, ist einfach für die Katz, ja, ist für die Tonne. Können wir nichts draus lesen. Braucht Wahnsinn. mehr Minuten. Ja, spannend. Ja, ich meine, jetzt wissen wir, wie wir drauf kommen, ob man es hat oder nicht. Was kann man jetzt tun? Also was sind deine wichtigsten Tipps? Wie gehst du das an, wenn jetzt jemand positiv, also sowohl von den Symptomatiken her als auch natürlich vom Test her, positiv reagiert? Was gibt es da für Möglichkeiten vorzugehen? Ja, die gibt es und es geht ja erstmal auch vor allem darum, Beschwerden zu lindern, ja, dass den Patienten oder den Menschen besser gesagt besser geht. Und das bedeutet, den Bakterien die Nahrung zu entziehen. Und da es sich um Kohlenhydrate handelt, raten wir dann dazu, eine eben kohlenhydratarme oder kohlenhydratfreie Ernährungsweise einzuschlagen. Ja, da sind dann die Stichwörter, das sind dann Low Carb. Oder das geht dann auch Richtung Paleo, wobei man da dann auch ein bisschen noch ein paar Sachen wieder rauskürzen muss. Ja, so eine Süßkartoffel zum Beispiel, glaube ich, die ist da auch ganz, wird da ganz gerne gegeben. Die kann wie Dynamit wirken, ja, bei jemandem, der eine starke SIBO hat. Ja, aber Ketogen geht dann schon auch in die Richtung. Und das ist das, was wir über die Ernährung machen. Ja, also Kohlenhydrate runter. Wenn jemand allerdings späten Gasanstieg hat, wo es erst sich so um den letzten Abschnitt handelt, dann kann man durchaus argumentieren, ob man vielleicht so etwas wie Kartoffeln und Nahrungsmittel mit einem hohen glykämischen Index, also wo der Zucker schnell übergeht ins Blut, ob man die drin lässt im Nahrungsplan. Ja? Und das andere ist dann, also das eine ist eben die Nahrung entziehen, das andere sind bestimmte pflanzliche Mittel oder auch pharmazeutische Mittel, um die Bakterien in die Flucht zu schlagen. Ich habe ja vorhin gesagt, das sind Bakterien, die eigentlich zum Körper gehören. Also wir erkennen die selber nicht als Feinde an, bekämpfen die nicht. Daher brauchen wir Hilfe von außen. Und das können dann bestimmte Produkte sein oder eben auch bestimmte Antibiotika.
Ja, da im Okay. Pharmaziebereich, wenn der behandelnde Therapeut ein Arzt ist, dann kann der zum Beispiel Rifaximin verordnen, gegebenenfalls auch in Kombination mit Neomycin oder Metronidazol. Das sind Therapieprotokolle, die sich auch sehr bewährt haben. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch pflanzliche Protokolle, die sich ebenso bewährt haben und die nachhaltiger wirken können, Okay. ja, was durchaus ein Vorteil sein kann. Also, das nicht nur jetzt mal eben wegbekommen, sondern tatsächlich soll es ja auch darum gehen, insgesamt von diesem Problem befreit zu werden. Und Natürlich, da ja. arbeiten wir gerne mit hochdosiertem Knoblauchextrakt, mit Oregano, mit Thymian, ja, mit verschiedenen Mitteln, mit Berberin, das ist eine Wurzel, die sehr stark gegen Wasserstoffproduzenten wirkt. Okay. Und dann mit bestimmten Mitteln, die den Dünndarm anregen, das sind Prokinetika, heißen die. Ein einfaches Beispiel wäre Iberogast, ja. Das bekommt man eigentlich in den meisten Apotheken. Gibt ja auch noch andere Varianten. Da haben wir sehr viele Mittel zusammengestellt und Pläne für Therapeuten, die mit uns zusammenarbeiten wollen, um dort auch eine Hilfestellung zu leisten. Aber das ist so die Vorgehensweise. Und Okay. das ist auch eine nebenwirkungsarme Therapie. Man muss halt nur aufpassen auf die Dinge, die wir von Ernährungsumstellungen generell kennen. Es kann zu einem erheblichen Gewichtsverlust kommen, wenn die Kohlenhydrate wegfallen. Es kann zu einem Energieverlust kommen. Und da ist dann eben wichtig, Strategien anzuwenden, die den Menschen darüber hinweghelfen. Und also so diese Sachen wie Oregano und das Berberin. Ist das in Kapselform oder als Tee oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist idealerweise ist das eine Kapselform. Ah ja. Also man kann es natürlich auch unterstützen mit Tees, mit verschiedenen Tees, aber gerade Oregano würde ich auf keinen Fall als Öl nehmen, sondern immer in Kapselform, weil das auch ein ziemlich aggressives Mittel ist. Ja. Nicht alles, was von der Natur kommt, ist so sanft. Und vieles kopieren wir ja auch. Das Antibiotikum ist ja auch von einem Pilz, von Penicillin, ist ja auch vom Pilz entstanden. Also es ist ja ursprünglich auch natürlich, auch wenn es jetzt in synthetisch aufbereitet wird. Aber so ein Oreganoöl, wenn man das als ätherisches Öl zu sich nimmt, das kann richtig ätzend wirken, auch im Ja. Mund und dann auch in der Speiseröhre. Das heißt, hier würde ich wirklich empfehlen, auf fertig gebaute Produkte zurückzugreifen, und zwar in Kapselform. Ja, aber manches gibt es auch in flüssiger Form. Es gibt ein Mittel zum Beispiel, das heißt Biocidin. Das geben wir auch gerne, sowohl gegen Wasserstoff als auch gegen Methangas produzierende Bakterien. Das kommt als Tropfen. Ja, das Okay. wirkt da sehr gut antibiotisch und dann gleichzeitig aber auch gegen Pilze, ja, weil auch eine Candida-Infektion kann gleichzeitig bestehen und das ganze Problem etwas erschweren. Ja, da kann man dann gut schon auch gegen mitgehen, auch das Okay. Beine-Bild. Spannend, ja. Wo können dich jetzt also Zuhörer und Zuschauer am besten finden? Wenn man jetzt mehr auch über euch und über den Test vielleicht nachlesen möchte, beziehungsweise sich informieren möchte. Also man kann natürlich einfach auf unserer Homepage auch gucken, sibolab.de. Dort haben wir einige Informationen zusammengetragen. Das ist allerdings alles eher etwas Generelles, etwas Gröberes. Wir arbeiten dann gerne mit Therapeuten und Ernährungsberatern und Wissenschaftlern zusammen, geben denen auch die Therapieprotokolle, das Flussdiagramm, wie man da vorgeht. Ja. Und so ist dann auch der Test eigentlich zu beziehen. In der Regel über die Therapeuten. Das ist am einfachsten, weil es dann auch eine Begleitung gibt. Ja, das Ja, ist schon ein genau. wichtiges Thema, weil in jeder Therapie gibt es Höhen und Tiefen, so auch in dieser. Das kann dann auch mal sich anfühlen, als wäre das Problem überhaupt nicht behoben, sondern eher schlimmer geworden. Das hat mit einem sogenannten Die-Off-Syndrom zu tun. Da ist es Okay. immer wichtig, auch einen Ansprechpartner zu haben. Und da arbeiten wir eben gerne mit Therapeuten zusammen. Kannst du noch kurz sagen, was versteht man unter dem Die-Off-Syndrom? Ja, wenn jetzt über die pflanzlichen Antibiotika Bakterien absterben, das müssen auch nicht nur die Bakterien sein, die im Dünndarm sitzen, das können auch Borrelien sein, das können Streptokokken sein, das können einfach auch Herde sein, die woanders sind im Körper. Ja, bestimmte Mittel verlassen auch da den Darm. Das Alimet zum Beispiel, hochdosierter Knoblauchextrakt, das geht auch in die Blutbahn über und wirkt sehr effektiv auch gegen Borrelien. Das ist eine ganz tolle Therapie oder ganz toller Toll. Therapieansatz da. Wenn aber zu viele auf einmal absterben, dann kann sich das ziemlich übel auswirken für den Körper. Übel sein, also Unwohlsein, Übelkeit, richtig zittrig kann es werden. Und wenn es jetzt um die Bakterien im Dünndarm geht, dann werden teilweise so viele Gifte frei und oder die in einem Überlebenskampf versuchen sie noch Reste von Kohlenhydraten zu verstoffwechseln, dass dann wieder auch Symptome auftreten. Da muss man gegen angehen. Ja, und das macht man am besten durch gute Fette,
durch mehr Wasser trinken oder auch Aktivkohle. Okay, ja, zum Binden von den Giftstoffen, die da frei werden. Mhm. Ja, super. Ja, ich habe auch eben die Möglichkeit für, wen es interessiert, der kann sich auch an mich wenden und den Test beziehen. Und sonst natürlich, wenn ihr selber in Heilpraktikerbetreuung seid, sicherlich kann sich dann auch, könnt ihr auch euren Heilpraktiker natürlich darauf aufmerksam machen und der kann sich dann an SIBO-Lab oder der Arzt oder der Therapeut eben an SIBO-Lab wenden, an den Philipp Nedelmann und dann dort den Test natürlich beziehen. Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Es ist ein spannendes Thema. Nicht so gut, wenn es einen betrifft. Aber trotzdem natürlich wahnsinnig einfach spannend und toll, dass es jetzt da so viele Möglichkeiten gibt. Dann ja, sage ich vielen Dank nochmal für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön, das hoffe ich auch. Alles Gute. Halt, noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.